Gib mir kurz eine Minute, ich muss kurz nachdenken. Ist das die Benzinpumpe oder ich höre ein Fahrzeug? Könnte der Ifrit sein, der steht hier in der Nähe, glaube ich, hinter der Mauer. Mann, 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 Mann. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt erstmal ein Minütchen ausruhen, ich kann nämlich keinen Meter mehr sprinten. Wir werden jetzt gleich zurückfahren. CP6. Mark, du wirst in der Gun oben sitzen und Richtung Stadt rumfahr gucken. Alles, was du siehst, holst du weg. Okay. Zivilist oder Hans, Feind, egal. bitte? Ja. Zivilist oder Feind, egal. Zivilist auf Entfernung erstmal nicht. Sobald er näher kommt, kein Warnschuss, sofort Feuer. Jawohl. Wer uns zu nahe kommt, der Zivilist ist selber schuld. Hans, du wirst aus dem Auto aussteigen und dich da irgendwo in Sicherheit hin setzen. Mit einer gut möglichen Deckungsposition, also dass du irgendeine Richtung abdecken kannst. Auf Aber dem bitte nicht. Tower, auf der Tower, komme ich Nee, da hoch? Tower gehe ich hoch. Und wenn da Okay. irgendwo ein Scharfschütze ist, dann sollst bitte nicht du fallen. Alles klar. Okay, dann warten wir jetzt hier noch eine Minute auf zwei, dass alle wieder wirklich beisammen sind. Weil ich hechel immer noch. Das mit Micha kotzt mich an. Ja, mich auch. Wir hätten uns zurückziehen müssen. Der war direkt hinterm Haus. War aber auch meine Schuld mit. Ich habe ihm gesagt, er soll feuern. Komm, dann beam ihn doch schnell her. Dann müssen wir mitspielen. Kann er selber machen, er ist in MCC drin. Er hört uns nicht. Schreib dir mal eben. Ich hoffe, er ist jetzt nicht AFK. Serving right now, okay. Observing right now. Ja, da brauchen wir auf ihn nicht zu warten. Gut, Hans, Fahrer. Ja. Mark, Gunn, ich als Beifahrer. Und guck, dass du ihn an CP6 möglichst gedeckt hinstellst. Also sprecht euch da ab. Alle drin? Dass Mark möglichst viel sieht, aber trotzdem noch ein bisschen teilgedeckt steht. Ja, muss man Mark sagen, wie. Lass mir die scheiß Kanone drehen. Werde hoch auf den Tower gehen, um mir versuchen, einen Überblick zu verschaffen. Vorne ist jetzt die Einmündung. Steig schon mal kurz raus, warte. Regelt das mit dem Fahrzeug. Da weg. Fahre mich am besten mal ein Stück die Straße hier runter und stelle mich links an der Mauer ab. Ne, wo willst du hin? Zurück? Die Straße ist genau rechts von dir gerade. Ah, okay, Entschuldigung. Fahre ich mal ein Stückchen die Straße runter und dann stellst du mich links an die Mauer dran.
Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Stück. Und noch, 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 noch. Stopp. Perfekt. Passt. Mark für Dennis kommen. Hört. Ist die Position der Intel korrekt oder ist es nur so eine Lala-Angabe? Könnte nur eine Solala-Angabe sein. Verstanden. Hast du irgendwelche Kontakte? Gar nichts. Verstanden, weiter beobachten. Ein Kontakt 200 Meter von mir Richtung 140. Wenn du kannst, fahr frei. Der hat keinen Kopf mehr. Schon. Ich komme wieder runter. Auch Entwicklung Richtung des Feindes, den ich gerade getötet habe, da scheinen noch mehr zu sein. Verstanden, bei sich Kontaktfeuerfreigabe. Bei dir alles gut? Ja. Steht Mark vorne relativ gedeckt, also können wir da hin. Er steht relativ gedeckt, also wir können hinter das Fahrzeug, aber er ist eigentlich schon offen. Okay, dann lass mal hinter das Fahrzeug. In dem Fahrzeug sind wir gedeckt. So. Rauchentwicklung rechts. Rechts ist Rauchentwicklung. Ja, da habe ich gerade einen erschossen. Da scheinen noch mehr zu sein. Habe aber keine Einsicht, da ist die Mauer davor. So, wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Macht mal ganz kurz die Karte auf. Ich habe eine Markierung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gemacht. Ja. Wir werden jetzt runterfahren zu 1. Dann 2, 3, 4, 5 die Häuser sichern, die Intel suchen und dann gehen wir im Zickzack die Hauptstraße entlang. Okay. Dabei wird Hans oben im Turm sitzen. Marc, du fährst uns runter zum Einser-Gebäude, dann werden wir bei der Aussteigen die Häusersicherung vornehmen. Kontakt. Zwei down. Noch einer dahinter, ich muss nachladen. So, wieder geladen. Wo waren die? Direkt vor uns, rechte Mauerseite. Rechts an der Mauer? Jawohl. Ja, sehe ich. Einer ist da noch weggelaufen, nach rechts. Und nicht, dass der halt umläuft, aber werft Rauch. Ja, Rauch. Okay, Hans, komm mal ein Stück zurück. Leg dich mal hier hin, hier hast du, fuck, weg, weg, weg! Keine Ahnung, wo die sind. Ja, rechts bei dem kleinen Bunkern da. Auf 179.
Bei den grünen Dingern oder was? Ja, dazwischen. Da, komm da raus! Hat einen Raketenwerfer gehabt, der Pisser. Okay, Hans. Wir beide gehen da jetzt hin und sichern das. Du gibst uns Rückendeckung. Ja. Okay, verstanden. Dann drüber. Hans, du sollst mit. Ja, ich gebe jetzt Geld drüber. Bist du da? Guter Schuss. Ja, ich bin da. Okay, ich gehe rein. Sauber. Du bleibst hinten, hinten bleiben. Sauber soweit. Halt mal hier vorne den Mauer vor, das Mauerloch im Blick. Ja. Sauber. Marc, ich komme jetzt aus der Mitte hervor. Verstanden. Sieht alles ruhig aus, keine Bewegung mehr. Hans, halt mal den Vorsprung im Auge. Ja, hab ich. Boah, wenn ich nicht so fett wäre, ne? Verleg dich jetzt vorne an das Ding an und dann guck mal bitte linksseitig in den Stadtteil rein. Ja. Vorsicht, Hans. Vorsicht, Hans. Ja, den. Kannst du sehen? Nein. Geht doch. Geht doch. Gesundheit. Danke. Kannst du sehen? Ja, begrenzt Einsicht. Moment. Das ist die Intel. Intel gesichtet. Wo? 095. 300 Meter. Auf dem Dach vom Gebäude. Daneben steht noch ein Feind. Ich würde eine Intel von hier sehen. Was ist denn für ein Adler? Da ist ein Tisch, da liegt was drauf. Kann eigentlich nur die Intel sein. Also wenn ein Tisch auf dem Dach steht. 09 was? 095 260. Ja, positiv. Rechts daneben steht noch ein Feind, da sehe ich den Rücken von. Ja, warte mal mit dem Beschuss. Ich kann nicht mehr auf diese Schwarz-Weiß-Mofa gucken, ey. Ich glaube, ich mach's mal weiß-schwarz. Okay, Hans, zur Info für dich. Intel ist wahrscheinlich gesichtet. Ja, habe ich gehört. Also. Okay. Dann ist die ganze Planerei jetzt gerade hinfällig. Oh, perfektes Schussbild auf den Feind. Jetzt nicht mehr. Wenn wir dich hier bisschen weiter links Richtung Nordosten positionieren, meinst du, kannst du dann immer noch freischießen? Hinter Richtung dir, also wenn wir zurückfahren, ist ein Loch in der Mauer. Dann müsstest du nur gerade runter gucken. Müsste ich immer noch wirken können, ja. Okay, wir versuchen das. Zu wirken. No, stopp, mal stopp, mal stopp. Zwei Feinde hinter uns. 100 Meter. Feuer. Beide down. Okay, wie sieht das nochmal? Sieht das Wirkungsfeld auf die Intel aus? Intel? Hallo? Gar nicht mehr. Hier die Intel nicht mehr. Warum davor anscheinend? Muss mich näher an die Mauer anfahren. Ja, passt. Perfekt. Haus komplett in Sicht, Intel in Sicht, Feind in Sicht. Okay.
Stand-MG auf 80 Grad, 100 Meter. Feuer. Hans. Ausgeschaltet. Einmal zum Fahrzeug, Deckung steht. Okay, Mark. Ja. Gib Hans mal eine Einweisung für die Intel. Intel ist auf. Moment. 105 Grad. 220 Meter auf dem Dach. Rechts daneben steht ein Feind. Okay, Hans ans Geschütz. Mark raus. Moment, eben noch wieder zurückdrehen. Alles, was du jetzt nicht brauchst, ins Fahrzeug laden. Moment. Geht nicht. Alles, was du nicht brauchst, hier hinlegen. Hier, wo man sieht. What I don't brauche jetzt. Ja, auf gar keinen Fall brauche ich die. Wieso lass du den Gegner stehen bei der Insel? Weiß ich nicht. Werden wir gleich schon machen. Ich habe gerade noch einen Gegner gesehen, Moment. Da ist irgendwo im Haus. Noch ein Gegner. Auf 1-0-0. Nähe Intel oder nicht Nähe Intel? Relative Nähe Intel. Ich würde mal sagen 50 Meter davon weg. Alarmiert, läuft auf uns zu. Okay, Feuer. Ja, ist gerade verschwunden, Moment. Voller Auftrag feuer ich. Hier erstmal hier vorne zum Mauerende. Gegner schon mal im Sichtfeld von mir, Dennis. Doch, wieder hier. Funk bitte. Gegner down. Welcher? Der Nähe Intel, ca. 50 Meter. 70 Meter. Was stand ein Feuer frei auf den, der direkt bei der Intel steht? Okay, verstanden. Down. Down. Hier vorne östlich 100 Grad ist eine Mauer. Ja. Da ist ein Loch im Zaun. Da rennen wir jetzt im Sprung hin. Okay. Bereit? Bereit. 1, 2, 3. Lauf, lauf, lauf! Beschuss auf euch, kann aber nicht sehen, wo. Habt den Gegner gerichtet. Einer down. Direkt auf mich zu. Kann ich nicht mehr sehen, ich bin an der Mauer. Fuck! Das war ich, Hans. Oh, fuck. Und Mark verloren. Wieso laufst du da hinten rum, Mann?
Kannst du denn das kommen? Hört. Wir haben Mark verloren. Müssen jetzt gucken, dass wir es so zu Ende kriegen. Ja, Mark habe ich erschossen. Da war im falschen Eck. Ich stehe unter starkem Beschuss von dem Haus, wo die Intel draufstehen sollte. Kann ich keinen Gegner sehen. Ich fahre mal ein Stück vor. Ja, negativ, ich kann immer noch keinen Schützen sehen. Verstanden. Ich höre ein Fahrzeug. Fahrendes Fahrzeug. Ifrit kommt auf mich zu, unbewaffnet. Sobald die Leute aussteigen, Feuer frei, ansonsten keine Bedrohung. Nee, fährt vorbei. Dennis, wir haben jetzt gerade einen Kampf. Ah, Mann, ey. Diese KI. Digga, dass das KI war. Ah, ja, ja. Ich glaube, mich hat Hans erledigt. Stand so komisch auf der. Auf dieser Terrasse drauf und dann ist er da irgendwie rumgebackt und auf einmal schießt er dann doch. Ach, keine Ahnung. Mein Tod hat sich so angehört, ob Hans geschossen hätte. Klaus bricht jetzt ab und fährt nach Hause. Mann, dabei hat das so gut angefangen, ne? Ich glaube, wir stören mich als Aufnahme, lass mal woanders hin. Was will er da einfach aufnehmen? Ne? Doch am Arsch jetzt, du.